Bismillahirrahmanirrahim. Barmherzigkeit Allahs, global und grenzenlos. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Koran sagt: Euer Herr, es war ein einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Alabama, dem Barmherzigen. Ich bezeuge, es gibt keinen Gott außer Allah und dass Muhammad sein Diener und Gesandter ist. Allahs Segen und Frieden seien auf ihm und auf all seinen Angehörigen, seinen Gefährten und denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um das Thema Barmherzigkeit Allahs, global und grenzenlos. Die Barmherzigkeit gilt als eine der Haupttugenden und wichtigsten Pflichten des Islams, sowie auch anderer monotheistischen Religionen. Der Mensch ist nicht nur mit dem Nachahmungsstreben erschaffen worden, sondern er hat auch von Gott ein natürliches Verlangen der Barmherzigkeit. Barmherzigkeit ist eine Eigenschaft des Charakters. Barmherzig zu sein heißt, sein Herz zu öffnen und die Not anderer Menschen wahrzunehmen. Im Koran wird Allah als Ar-Rahman, der Allbarmherzige, und Ar-Rahim, der Allerbarme, bezeichnet. Dort heißt es auch, dass er sich die Barmherzigkeit selbst vorgeschrieben hat. Und auch in einer anderen Stelle sagte Allah im Koran, und so wird auch seine Barmherzigkeit beschrieben: وَرَحْمَتِي وَسَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. Und meine Barmherzigkeit hat alles umfasst. Liebe Geschwistern, es ist wichtig, dass wir auf Allahs Barmherzigkeit hoffend handeln, statt aus Angst. Denn unsere Religion ist eine Quelle des Friedens. Denn der Islam stellt ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Körper und Geist her. Somit liegt im Koran die größte Barmherzigkeit Allahs gegenüber den Schöpfungen. Aus ihm ist der Lebensweg des Islams zu entnehmen, der die Gläubigen zur Glückseligkeit sowohl im Jenseits als auch im Diesseits führt. Daraufhin deutet Surat Al-Fatiha, die sich sowohl um die Schöpfung und die Erhaltung im Diesseits als auch im Jenseits beziehen. Was die Schöpfung des Diesseits betrifft, so wird sie durch folgende Worte angedeutet: Alles Lob gebührt Allah. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten. Die Schöpfung aus dem Nichts hervorzubringen, ist die größte Ausdrucksform seiner Herrschaft als Rabb, als Allah, als Gott. Und was die Erhaltung des Diesseits angeht, so wird sie in den folgenden Worten angedeutet: Dem Allerbarme, dem Barmherzigen. Alles Lob gebührt Allah. Friede sei auf seinem letzten Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und seinen edlen Gefährten. Liebe Geschwistern, da Allah der Barmherzigste ist, liebt er folglich die Barmherzigen und die Barmherzigkeit. Daher sollte der Mensch selbst auch einer der Barmherzigen zu werden. Und sowohl Freunde, Familie als auch Fremde, Tiere und die Umwelt gültig zu sein. Denn der Prophet Muhammad, Friede sei mit ihm, sagte: Dem Barmherzigen wird Barmherzigkeit gezeigt seitens desjenigen, der am barmherzigsten ist, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala. So sei barmherzig zu denen auf der Erde, auf das, der in den Himmel ist, zu dir auch barmherzig ist. O Allah, sei uns gnädig, sowohl im Jenseits als auch im Diesseits. Assalamu alaikum wa rahmatullah.